Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video mit unserer RCG-Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht, das Team hat sich ein bisschen verändert. Wir haben neue Spieler drin, wie Zambrotta, den wir aus dem BC-Icon-Pack gezogen haben. Wir haben uns den Maria mitgenommen. Und wir haben Dumfries in der Verteidigung. Die werden wir jetzt austesten in der Weekend League. Wir hoffen auf 20 Siege natürlich, so wie immer. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. 400 bis 500 ist so der Kanaldurchschnitt. Ansonsten könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Weekend League. Oh ja. Oh ja. Bisschen Playerlock hier. Ja, Brozovic. Langes Eck, grüne Timefinish. Kannst du nicht verteidigen. Du kannst es versuchen, aber du kannst es nicht verteidigen. Also entweder man hat die Muße oder man hat sie. Und ich hab's halt, das gewisse Etwas. Ich hab's halt. Hier, guck mal. Die Maria. Hier, einmal für Opa Ludl. Ach, schade. So, Freunde, Eckballtaktik. An alle, die es nicht können. Ihr zielt zum Elfmeterpunkt, macht hier auf FE, ihr geht einen Tick in die Mitte, dann wählt ihr den kopfballstarken Spieler aus, zieht komplett durch und dann stellt ihr euch ungefähr hier hin und boom. Also, könnt ihr gerne klippen, klappt in 9 von 10 Fällen. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Oh mein Gott, rechter Fuß schon. War? Oder fast nicht verteidigbar. Boom. 3 zu 0. Let's go. Schön gespielt von Di Maria. Ist Angel? Angel ist gut. Verdient? Ich weiß es nicht. Oh, da ist er offen. Da ist er offen. Mbappé-Meter. Zack. Oh. Das war eigentlich ein grüner. Ich brauche einen kleineren. Ah, da sein Tor hat gelenkt, der Banause. Ui, schön gemacht, schade. Immer wieder mal. Hier. Oh, Bruder, es tut mir leid. Ich glaube, er hat es nicht angewählt bekommen. Es tut mir leid, Mann. Also, da hat irgendwas gebackt bei ihm. Oh, das ist bitter. Das tut mir sehr leid für ihn. Also da war eigentlich, da war Pavard fast dran. Da würde ich hinterfragen. Ja. Komm, Feierabend. Nachdem ich das forensisch untersucht habe, ob das ein Fake ist oder nicht. GG ist dann mein Gegner. Zweifelt, Mund trocknet aus. Ich sammle aber Spucke, ich sammle Spucke, trinke Spucke. Hey, ich hab ins kurze Eck geschossen. Boah. Yes! Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's eklig. Und drin das Ding. Let's go. Schönes Ding. Schönes Ding. Konzentration is the key to the success. I tell you over and over and over and again. Over and over and over and again. To have success, you need to be concentrated. You need to be focused on that stuff you're doing right now. Okay? Jetzt ist aber Feierabend. Jetzt ist aber Feierabend. Ich spiele immer zu. Er ist das FCA nicht würdig. Als dass er mir einen Sieg schenkt, weil auch wenn er keinen Bock mehr hat. Diese Menschen sind so komisch. Schön gespielt. Die Maria steht da, wo er stehen muss. Ich weiß aber nicht wie. Bam, rein damit. Schade. Was ich nicht so cool finde, ist, dass Weekend League so als die Competition dargestellt wird, was sie ja schon lange nicht mehr ist. So. Das ist halt so ein Zocken um die goldene Ananas. Wisst ihr, was ich meine? So Division Rival ist das, was FIFA kompetitiv macht, finde ich. Und Division Rivals ist halt einfach maximal unattraktiv. Division Rivals ist einfach langweilig, scheiße langweilig. Mit den Rewards, mit allem. Okay.
Bam, rein damit. Nochmal querlegen hier. Weekend League ist schlecht für die Leistung. Schönes Tor. Auf geht's. Oh yes! Ich glaube, ich hab's raus, Freunde. Ihr müsst einfach auf dem Flügel langsam auf die Grundlinie zudribbeln, ohne Sprinttaste. Das ist der Key. Dann läuft sich einer in der Mitte frei. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Jetzt ist das Käse. So verliere ich das. Das ist Käse. Ja, schön gemacht. Muss rein. Aber wir wollen nicht. Gut. Ja. Wichtig. Ganz wichtiger Treffer. Und jetzt quittert er, oder was? Das war schön gemacht. Wer hat sein Torwart gelenkt? Das ärgert mich. Das ärgert mich sehr. Wenn er weiß, wie er gegen Squad Battles spielen muss, kann man da gewinnen. Da muss man kein E-Sportler sein. Jetzt aber mal. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bam. Schönes Ding. Nee, Spaß, kenne ich. Kenne ich wirklich. Und euch besser fühlt. Oh, Bro, so schön gemacht. Ich habe vom Elixier getrunken, Freunde. Ich bin in den Zaubertrank gefallen. Meine Fesseln haben sich gelöst. Ich könnte jetzt vorne machen, was ich will und es würde reingehen. Wer würde das lesen? Ich würde es auch kostenlos zur Verfügung stellen. Nur aus dem Spiel rauskommen, das erfährt er. Durch wen kann ich euch noch nicht sagen. Da würde ich euch überraschen. Oh, da bekomme ich eine Beule auf den Kopf, du. Vielen Dank an der Stelle nochmal an alle Leute, die hier einen Sub dagelassen haben. Neue Namen zu lesen, neue Leute hier kennenzulernen. Schöner Schuss. Oh, schade. Nein. Oh, okay. Jetzt habe ich genug geschleimt, jetzt halte ich die Fresse, weil ich will die 19. Ja, ich kann es wieder. Ich kann es wieder. Komm schon, pfeife ab jetzt. So, kriegst du nicht. Die Maria kriegst du nicht. GG's. Hängst auf. Ohne viel Quatschen, vielleicht kommt ja was Gutes raus. Dybala. Hier vielleicht nochmal. Verratti. Und das letzte. Ja, Casemiro auch nochmal SPC-Futter. Megapack. Ganz, 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 ganz geschmeidig. Das Megapack gönnt schon mal nicht, glaube ich, oder? Spielerpack. Da kann Mbappé drin sein. Okay. Ich denke mal, die 83 Plus-Sets sind nicht so gut, ne? Ja, aber Walkouts sind ja nichts mehr wert. Van Dijk. Ja, okay. Van Dijk kann man mitnehmen. Wenn man ein bisschen 60.000 haben oder nicht haben, mein Gott. Nochmal ein Walkout, nochmal Van Dijk, komm. Son? Ja. Kostet aber, glaube ich, auch nichts mehr. Eine Eventkarte würde halt schmecken. Aber da habe ich halt einfach kein Glück. Lewandowski noch, ja. Kostet halt auch nichts mehr. Machen wir mal hier die ultimativen Packs auf. Vielleicht gönnen die ein bisschen mehr. Oh mein Gott, danke. Nicht Lautrup. Boah, bitte. Nicht Lautrup. Wenn ich doch schon mal die Ikone ziehe. Nicht Lautrup. Nicht Lautrup. Bro, ich ziehe doch sowieso schon so selten die Ikone. So, Feedback zu meinem Team. Fazit zu meinem Team. Die Maria, meines Erachtens, eine gute Karte. Kann man mitnehmen. 100k ist völlig okay. Macht seine Sache. Das einzige Problem bei ihm ist seine Geschwindigkeit.
Ich habe Hunter drauf und fühlt sich dennoch nicht schnell an. Und dribblingtechnisch einer der besten Dribbler, die ich gespielt habe. Also hier auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abschluss ist auch sauber. Kann man mitnehmen. 100k ist völlig okay. Wer auch neu im Team war Zambrotta und Dumfries. Zambrotta für mich einer der Top 3 Außenverteidiger, die ich bis jetzt gespielt habe. Dumfries lässt sich spielen, so wie Walker, so in die Richtung. Kann man definitiv auch machen, wenn man nicht unbedingt Offensivakzente setzen möchte mit der Rechtsverteidigung. Ansonsten Guendouzi auch wirklich eine sehr, sehr starke Karte. Meines Erachtens einer der Cheap Beaster hier im Spiel, die komplett underrated sind. Und mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.